Willkommen zurück zum Pokémon Trading Card Game. Im letzten Part haben wir den Challenge Cup ja gemeistert, den ersten. Und wir wollten jetzt in diesem Part den Feuerclub ein wenig unter die Lupe nehmen. Ich möchte aber erstmal mal kurz zu Ishihara rausgucken, ob wir da was machen können inzwischen. Nein, hat er nicht, okay. Ich weiß nicht, manchmal will er tauschen. Vielleicht hätte er sein können, dass er jetzt tauschen möchte. Aber das sieht nicht so aus. So, schauen wir hier mal vorbei. Bengel, wenn du viele Decks baust, gehen dir bald die Energiekarten aus. Bitte gib mir deine Energiekarten, die nicht in deinem Deck sind. Gib sie mir alle. Okay, so viel sind ja gerade eh nicht, also meinetwegen. Wow, danke! Das ist nett, was? Verrate ich dir ein Geheimnis. Untersuche die Wand, zwei Steine links neben dem Bücherregal. Da wirst du was sehr Schönes finden. Danke nochmal, bye! Ja, kein Ding. Wir haben nur die Energiekarten verloren, die nicht im Deck waren. In dem Sinne ist das kein Problem. Echt nicht. Die anderen Decks müssen ja alle noch Energiekarten haben, richtig. Also so viele haben wir nicht verloren. Wir haben halt eben nur keine Verfügung. Und im Notfall kann ich mir die auch beim ersten Chippen wieder alle erspielen. Das ist nicht so die Sache. Man sollte auf jeden Fall, wenn möglich, viele Energiekarten verbauen, bevor man mit dem Typen redet und ihm das gibt. So, was haben wir denn hier? Ich untersuche die Wand und finde einen Level 9 Fleckmon. Wuhu, eine Vorteilskarte. Sehr schön. Ich glaube, wenn man das weiß, dann kann man auch hingehen, ohne die Energiekarten zu geben, aber wusste ich gerade nicht mehr. Egal. Kopflos mit 10 Schaden und Amnesie kann es. Ach ja, komm. Nimm doch unser Psycho-Deck. Dann nehmen wir das doch mal, oder? Nehmen wir das mit rein. Dann werden wir gar keine Fleckmons drin. Ne, okay, dann doch nicht. Vielleicht war anders mal. So, was haben wir noch? Diesen Typen hier. Mein Freund Ishihara möchte Karten tauschen. Warum besuchst du ihn nicht gelegentlich einmal? Ich war gerade eben erst da. Und du, Maniac, ich verglühe im Pokémon-Fieber. Eines Tages werde ich die legendären Karten erben. Na, viel Spaß dabei. Der Feuerclub. Ein bisschen hitzig hier, aber auf jeden Fall sind alle Leute da. Das ist schon mal sehr gut. Wow. Und wir können auch direkt also alle hin. Wuhu. Na, wir machen es aber chronologisch, ne? Also fangen wir erstmal mit denen hier unten an. Dies ist der Feuerclub, wo sich Junge mit einer brennenden Leidenschaft für Pokémon-Sammelkarten zu heißen Duellen treffen. Teilt den feurigen Spaß mit uns. Ja, machen wir. 4 Preise. Los geht's gegen das Ärgerdeck. Klingt böse. Muss ich jetzt Angst haben? Ich hoffe mal nicht. So, wir fangen an mit Jurob. Ja, das ist gut. Und Traumato. Sehr schön. Und wir werfen die Münze und kriegen Kopf. Sehr gut. So muss es anfangen. Oh, Tauros. Das ist aber nicht so ganz das, was ich wollte. Dann brauche ich hier erstmal Hypno auf. Hypno bringt mal ein bisschen mehr gerade hier im Kampf. So. Und immerhin hält Jurob auch einiges aus. Oh, fängt schon gut an, wenn er die doppelte Farbe hat. Vielleicht wäre ein Kampf-Pokémon besser gegen diesen Typen hier. Na, ich weiß es nicht. Ob Psychologie an. Das da und tschüss. Ja, komm. Netzkopfwurf bin ich geliefert. Ja, bin ich. Okay. Ach Gott, fängt gut an, ne? Fängt sehr gut an. So, Traumato und mit deinem Psychoenergie. Das ist keine Psychoenergie. Hypno kann nicht mit. Ach egal. Ich entwickle jetzt noch nicht, komm, von Fußstrahl. Ach, verdammt. Hätte ja klappen können. Ach, das ist Psychoresistenz. Das ist scheiße. Das wird gewaltiger Murks. Der hat Normal- und Boden-Pokémon. Das ist für einen Feuerclub, der Normal- und Boden-Pokémon einsetzt. Ernsthaft jetzt? Gibt's ja nicht. Das packe ich immer überhaupt nicht jetzt, ne? Warum hat der sowas? Ach, komm. So. Ist ja egal, ich will jetzt absichtlich verlieren. Was soll ich hier machen? Mal ernsthaft, was soll ich hier bitte schön machen? Tausend Verwirrungen besiegen, oder was? Oh ja, das ist garantiert super. Garantiert. Ja, super. Komm, jetzt mach deinen Kopf. Och, warum hast du keinen Kopf jetzt? Ich will doch verlieren. Lass mich verlieren. Oh, Psychoenergie. Welche Überraschung. Hätte ich niemals von mitgerechnet jetzt.
Macht der Gegner auch leider keinen Schaden. Gott. Okay, ich weiß nicht, ob das Deck funktionieren würde normalerweise, aber... ja, so nicht. So nicht, nein. Okay, Mix tut mich erledigt. Oh, ich kann Nebulock noch spielen. Nein, mache ich nicht. Ich will ja absichtlich verlieren, ich habe keine Chance hier. Ich habe die ganzen Karten gesehen, die als nächstes kommen. Also, das Deck ist noch ein bisschen verbesserungswürdig, okay. Sehe ich ein. Aber man konnte es ja mal versuchen, nicht wahr? Trotzdem finde ich es irgendwie komisch. Achso, jetzt steckt er sich selber. Na toll. Das Dingens, ne? You know? Und so. Hallo Psycho-Energie. Freut mich, dich kennenzulernen. Find's aufs Gemüt. Komm, wir machen Tragosso noch irgendwie fertig. Komm, das schaffen wir noch. Irgendwie Tragosso fertig machen. Plock. Ach Gott, das wird ätzend hier. Bitte. Ja, danke. Okay, komm vorbei. Hey, ich hab verloren. Echt Überraschung. Nein, gegen den muss ich unbedingt mit dem anderen Deck kämpfen. Das hat so keinen Sinn mit dem hier. Wenn das Hauptmerkmal auf Psycho liegt, ist es schwer, gegen Psycho-Resistenz zu gewinnen. Das muss ich leider mal so sagen. Was hat der? Ja, komm, nehmen wir an sich das hier Deck. Das Pflanzenbodendeck. Das wäre am besten eigentlich jetzt gegen ihn. Hoffe ich zumindest. Aber das wird sich zeigen, weil mit Elektro ist auch schwach gegen Boden. Da komme ich ja nicht gut an. Gut, was haben wir denn am Anfang? Das sieht doch okay aus, die Starter, oder? Komm. Dodo brauchte eine Energie. Victor auch wenige. Fangen wir mit Victor an. Und Dodo auf die Bank. Okay. Ach, der hat ja nur einen Basis-Pokémon und das ist cool. Und ich fange an. So, auch ein Dodo. Das hat eine Kampfresistenz. Ja, großartig. Mehr als großartig. So, komm, das kann ich auch. Ja, so mache ich viel. So macht man Schaden. Das müsst ihr mir nachmachen. Unbedingt so. Genau so. Nicht anders. Komm, schaffst du auch. Komm. Ach, verdammt. Ach Gott. Dodo gegen Dodo. Ein epischer Kampf. Der Epicness. Oh, jetzt habe ich Nidorino und Nidoking auf der Hand. Das ist so ärgerlich gerade. Da will ich an sich nicht Professor Eis spielen. Muss ich jetzt so sagen. Das will ich echt nicht. Ja. Sehr gut. Als wenn ich den Zeitpunkt raus hätte, ne? Na, vielleicht habe ich es ja. Ich weiß nicht. Ich probiere es einfach weiter zu diesem Zeitpunkt. Ich kann ja halbwegs versuchen, mir zu merken, wann ich es gedrückt habe, aber das heißt nicht, dass es klappt, ne? Gut, ein Vorteil. Es gibt erstmal einen großen Vorteil jetzt, dass er jetzt auch keinen Schaden gemacht hat, wie ich es vorhin gemacht habe. Okay. Sehr gut. Oh, jetzt läuft es aber. Habe ich einen Zeitpunkt raus? Habe ich ihn raus? Na, ich weiß es nicht. Ich probiere lieber noch weiter. Es kann trotzdem immer noch sein, dass es nicht ganz klappt. Ah, jetzt macht er Schaden. Okay. Jetzt sage ich mir bloß keine zweimal Zahl reinhauen. Sonst habe ich ein Problem. Ich glaube, ich habe sowieso schon ein Problem. Wegen, Dingens. Wegen Radfatz. Au ja! Also das ist garantiert, das ist zu viel Glück eigentlich schon fast. Da muss schon irgendwie ein gewisses Wissen hinterstecken. Drei Energien aus dem Enker. Du, Radfratz, du, das war böse. Dick da, los, mach's fertig. Ich hab gar keine Pokémon auf der Bank. Okay, hab ich gewonnen. Schön. Klatsch. Todes Radfratz. Okay, so schnell kann's gehen. Ha, freut mich. Yeah, das war wirklich heiß. Du bist der Größte. Ne, ernst gesprochen, ne? Ach, egal. Hauptsache Evolutionsbooster. Mach mal Galopp, Energiezugewinnung. Okay. Gucken, was wir noch kriegen. Noch ein Gengar. Alles klar. Schön. So, aber ich glaube, der Rest müsste eigentlich Feuer-Pokémon einsetzen. Ah, ist das schön.
Ich überlege gerade, habe ich mein Pflanzendeck nicht auch... Ja, wenn ich von den Nidos ausgehe... Dann passt das doch eigentlich so, oder? Defender Ultrigaria, okay, Pinsir. Na, okay. Ich bin fast bei diesem Deck weiterzumachen, aber ich wechsle doch besser auf das Standard-Deck hier. Erstmal. Es ist zwar mit dem Seaway-Deck schön, dass wir es gebaut haben, aber ich glaube, das reißt noch nicht so viel. Hey, hat jeder das Fieber? Hast du das Fieber? Wenn du das Pokémon-Fieber hast, dann trete gegen mich an. Okay. Ein Mensch mit 4 Preisen. Los, spiel mit mir. Flammenwerfer-Deck. Ich glaube, er nutzt Flammenwurf. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, er nutzt Flammenwurf. Na, werden wir ja sehen. Wir fangen an mit Magma und nichts anderem. Na, super. Großartig. Magma braucht ja auch gar nicht viel Energien. Na, schade, okay. Ich dachte, der Zeitpunkt wäre es gewesen. Na, anscheinend nicht. Okay, Fukano kann aber auch noch nicht angreifen. Das ist jetzt beruhigend. So ein bisschen. Oh Gott. Na, warte mal, Blumanda. Okay, er hat wirklich Feuer-Pokémon. Gut zu wissen. Er hat wirklich Feuer-Pokémon dabei. Ponita. Okay. Ja, so komme ich nicht weit. Ich brauche eine Feuerenergie. Na komm, echt okay. So. Ohne Feuerenergie komme ich gerade nicht so weit. Und der hat anscheinend mehr als genug Feuerenergie in seinem Deck. Okay. So, ein Trank auf Magma, damit es mir nicht verreckt hier gegen Fukano. Es wird dann erst nichts gegen Romana verrecken. Aber Hauptsache, ich kriege Fukano so noch wieder. Das ist mir gerade die Hauptsache, dass Fukano drauf geht. Außer er zieht jetzt zufällig... Ah, toll. Akani, wollte ich gerade sagen. Ja, so kriegst du natürlich auch nicht nieder. Mann. Dummes Ding. Wie viel Feuerenergien hatten der? Ich will auch so viele Feuerenergien haben. Hallo, Glumanda. Du bringst mir gerade überhaupt nichts. Vom... Ja, das wird jetzt ätzend. Das wird jetzt richtig ätzend hier. Magma... Ey, wie viel Feuerenergien hatten der? Ja, im nächsten Zug macht er jetzt sowieso, Glut. Das habe ich auch schon verloren, das Match. Komm. Das kann man ruhig zugeben. Das habe ich verloren, das Match. Das habe ich verloren, aber sowas von. Ja, komm, jetzt machst du Glut. Und dann ist, na toll. Bonita down. Scheißdreck. Ich habe noch nicht mal einen Pokémon besiegt. Glumanda, los. Kratze dich. Also, jetzt kommt Galoppa, toll. Ein bisschen spät, meine Dame. Ein bisschen spät. So. Glumanda weg. Hauptsache. Feuerenergie. Gut. Gut, 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 gut. Die kann ich jetzt gebrauchen, um Fukano umzubatzen. Und dann mal weiterschauen. So, Glut und tschüss, Fukano. Alles klar. Gucken. Pokémon. Na, auch eine Feuerenergie. Okay. Magma hat noch keine Energiekarten. Ich überlege gerade, was ich mir damit holen könnte mit dem Pokéball, wenn ich es schaffe. Lutexo wäre gerade am besten. Naja, so viel dazu. Hat sie auch erledigt dann. Was mache ich jetzt gegen Magma? Magma wird im nächsten Zug Feuerschlag einsetzen können. Das wird mich besiegen. Na, ich hau trotzdem mal so viel Schaden rein, wie ich kann. So. Ist gerade am besten. Jetzt wird der Magma mich aber mal umnieten, oder? Nein, er hat keine Energiekarten. Puh, Gott sei Dank. So, okay. Dann niet ich Magma um. Das geht auch. Gewinne ich doch noch? Gewinne ich doch noch? Ach, das ist ja wieder ein Ponita. Hallo, Ponita. Meine Dame. Schwanzschlag. Okay, ich kann angreifen. Das ist gut. Ponita auf Bank, Pikachu auf Bank, Feuerenergie am Ponita. Du brauchtest wie viele Energiekarten? 2 mindestens. Okay. Und Kratzer. So ist gut, so ist gut. Habe ich doch nochmal gewendet, das Match. Oh, Flamara. Was kannst du? Fuxuki, okay. Tut ein bisschen weh, tut ein bisschen weh. Nicht viel, aber ein bisschen.
Oh shit. Bonita. Elektroenergie, die passt vollkommen. Du kannst mit 4 Energiekarten Flammenwurf machen. Das kann wehtun. Aber ganz gewaltig kann das wehtun. Ah, verdammt! Vielleicht klappt es. Ja, okay, wenn er keine Energiekarten an Flamara legt, müsste ich es anders hinkriegen. Das Vieh zu besiegen. Ja, ich stehe im Vorteil, ja. Alles kein Problem. Alles easy. Das schaffe ich. Das schaffe ich schon. So, nächsten Zug, der muss mich irgendwie 2 Feuerenergiekarten und Flamara kriegen, um mich umzumieten. Und das schafft er einfach nicht. Hat er jetzt Zahl geworfen? Er hat Zahl geworfen, okay. Okay. Wie viele Energiekarten hat Magma? Eine. Das reicht nicht für Flammenwurf. Agilität, Donner, Feuerenergie an. Ja, an Galoppa, warum nicht? Ich glaube, nur das gilt jetzt nicht für Magma. Nein. Ah, ich weiß nicht, gilt das jetzt für Magma oder für. Ach, ich habe eh gewonnen, okay. Ich habe überlegt. Kann Magma jetzt auch keinen Schaden zufügen, aber hat sich jetzt auch erledigt damit. Kolosseumsbooster. Wuhu, ein Detektor. Den brauche ich überhaupt nicht. Immer noch nicht. Den werde ich auch niemals brauchen. Ein Kangama hingegen gefällt mir dagegen besser. Und ein Bill. Ach, das ist super. Ich würde sagen, ich mache dann in dem Part hier Ende. Ich gucke nochmal kurz die Decks an. Dass ich hier den Bill reinkriege. Könnte vorausschmeißen am besten. Hier den Pokédex schmeiße ich voraus. Den Hyperheiler schmeiße ich raus. Und da habe ich gerade eben oben noch was gesehen, was ich drin haben wollte. Wo war es denn? Achso, noch eine Energie. Noch eine Energiesuche, genau. So, speichern. Gut, das heißt, ich mache jetzt in dem Part hier Schluss. Und im nächsten Part machen wir dann hier weiter. Und hoffentlich schaffen wir dann die beiden Trainer auch. Wird sich zeigen. In dem Sinne, bis zum nächsten Part.